Eine engagierte Wählerinitiative. Wir sind Berlin. Die WSB hatte zur Wahl erklärt, dass sie sich um die Probleme in Spandau kümmern will. Deshalb sind wir heute hier am Rathaus Spandau und unterstützen die Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, die Elternschaft, im Rahmen einer Demonstration zur Schulsanierung dieser Schule. Wir sind hier, um heute das zweite Mal zu demonstrieren. Es geht um die Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, in der unzumutbare Zustände herrschen aufgrund der Sanitäranlagen. Es kommt gelbes Wasser aus dem Wasserhähnen, es ist Kupfer in dem Wasser. Ein Mädchen wurde sogar schon krank davon. Wir versuchen, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erreichen. Bin selber Mutter von zwei Jungs, die auf die Schule gehen. Und somit ist es für mich natürlich eine Herzensangelegenheit, heute hier zu sein und die ganze Sache zu unterstützen. Ja, ich habe über die sozialen Medien von dieser Demo erfahren und bin natürlich sehr gerne gekommen. Ich habe mir die Schule auch schon selbst von innen angesehen und bin schockiert gewesen. Und ich möchte die Elternschaft und die Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch die Kinder unterstützen in ihren Forderungen nach besseren Sanitäranlagen. Ich glaube, gerade Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich an Hygienevorschriften zu halten, auch sich wirklich Hände waschen zu können und ähnliches. Und es kann nicht sein, dass die Kinder im Grunde Angst davor haben und nach Hause laufen müssen, um ihre Notdurft zu verrichten. Ich finde, hier ist das Bezirksamt auf jeden Fall gefordert, umgehend eine temporäre Lösung zu finden. Und ich werde alles dafür tun, dass es auch dazu kommt. Alter, sehen eure Klos bei euch auch so aus und so? In der Sporthalle. Das ist eine Grundschule auch noch. Was halten Sie von den Zuständen an der Schule? Schrecklich. Ganz schrecklich. Müsste gemacht werden. Abgerissen werden, weiß ich nicht. Du hast noch mehr von den köstlichen Bildern. Oh nee. Wir sind jetzt hier gerade am Aufbau von einer Demonstration. Ich bin der Organisator der Demonstration. Ich bin eigentlich mit reingetreten, weil es mich direkt betroffen hat. Meine Tochter ist nach dem Genuss von dem Wasser, was aus den Sanitäranlagen kommt, hat sie getrunken, ist dann urplötzlich krank geworden, klagte über Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Wir mussten dann mit ihr zum Arzt. Ich hatte aber nur einen Schluck getrunken vom Wasser. Genau, einen Schluck hast du getrunken vom Wasser, ne? Wir sind froh, dass es ihr auf jeden Fall besser geht, aber die Zustände in der Schule sind nicht besser geworden und deswegen haben wir die Demo jetzt organisiert, die wir schon mal hatten im Oktober, und wir hoffen, dass wir jetzt endlich was erreichen, dass das Amt endlich mal dazu kommt, zu sagen, von wegen, wir helfen euch, wir modernisieren eure Schule und wir geben euch wieder frisches Wasser. Habt ihr denn schon mal ein Feedback bekommen vom Bezirksamt? Bis jetzt noch nicht. Das Einzige, was ich telefonisch zu hören gekriegt hatte, als ich angerufen hatte, war gewesen, ich soll mich bitte an unsere Schulleitung, die Frau Kahl, wenden. Frau Kahl wäre da voll involviert und könnte uns Informationen darüber geben. Und die einzige Information, die sie mir gab in einem persönlichen Gespräch, war gewesen, es tut mir leid, aber mehr als schreiben kann ich nicht. Man fühlt sich eigentlich vollkommen alleingelassen, so wie es eigentlich überall ist. No? Erzähl mal, du bist ja in der Schule. Ja. Und wie sind denn da die Zustände in den Toiletten? Also nicht so gut. Meine Mama hat mir Händedesinfektionsmittel gegeben. Und das ganze Wasser war gelb. Und ich habe mich nicht mehr getraut, seit ich Kopfschmerzen hatte, nicht mehr getraut, mir auf die Toilette zu gehen. Und das Video, was gedreht wurde, war richtig, richtig sehr traurig. Also, ich habe ein Video, dass das Wasser ganz gelb war, als ich es getrunken habe und aufgefüllt habe, da war es weiß noch. Und auf einmal war am einen Tag das Wasser gelb. Wie lange sind die Zustände schon? Seit 14 Jahren. 14 Jahren? Ja. Und seit 14 Jahren werden sie vertröstet? Ja. Wow.
Wenn man sich anguckt, wie die Kinder hier engagiert sagen, was sie an der Schule stört, hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen, kann man nur sagen, das können wir voll unterstützen. Aber unsere Forderung darüber hinaus, die ist genauso wichtig. Es muss sofort dafür gesorgt werden, dass die Schüler und Schülerinnen vernünftige Sanitäranlagen bekommen und dass sie auch Trinkwasser benutzen können. Und die einfachste Lösung wäre, nicht lange zu warten, bis wann irgendwann jetzt mal eine Sanierung anfängt, sondern Container hinzustellen, Container mit Sanitäreinrichtungen und einen Container, wo eine Wasserabnahmestation ist für die Schüler. Das würde helfen. Sie würden keine Brausen mehr mitbringen müssen, sie können wieder Wasser abfüllen und. Die Maßnahme muss sofort stattfinden. Die Sanierung sicherlich wird noch viel zu lange dauern. Ja, mein Name ist Dietmar Hint. Ich bin stellvertretender Vorsitzender Bezirks Elternausschuss und Bezirks Schulbeirat aus Spandau. Ja. Und wir haben halt auf der letzten Sitzung darüber gesprochen, über die Situation, und haben beschlossen, dass wir einmal hier sind, und einer von uns, von dem Vorstand, ist auch heute bei der Begehung mit dabei. Ja. Das ist ja nicht die einzige Schule in Spandau, die Probleme hat mit der Sanierung, nicht? Also, Naja, das Problem ist ja momentan, dass Sanierungsmaßnahmen eingestellt wurden. Es werden momentan nur Neubauten und Erweiterungsmodule gebaut. Alles andere wurde ja eingestellt. Da ist das Problem. Sind die Zustände in der Schule dann bekannt, was da alles vorgefallen ist? Naja, im Großen und Ganzen schon seit langem, ja, was da ist, wie die Verhältnisse sind. Und es ist ja nicht die einzige Schule, wo die Verhältnisse sind. Es ist nur ein Extrembeispiel, dem anderen Schulen, das ist noch nicht ganz so schlimm. Mhm. Aber es zieht sich eigentlich fast durch den Bezirk. Alles, was nicht neu gebaut ist, hat irgendwo Sanierungsbedarf, ja. Wurde euch mitgeteilt, dass auch ein Kind sich schon vergiftet hat an dem Trinkwasser? Das haben wir auch gehört, ja. Und das ist eigentlich einfach zuständig nicht haltbar. Ja. Aber irgendwie fühlt sich beim Senat da keiner für zuständig. Das geht ja seit 14 Jahren, wurde mir gesagt. Ja. 14 Jahre. Das ist ja nicht die Einzige. Also wenn wir jetzt gucken, die Carlo Schmidt, da ist ja auch schon sehr lange Sanierung. Wahnsinn. Ja. Weil, irgendwie... Woran kann es liegen, dass es einfach so sich keiner berufen fühlt? Bildung wird halt nicht groß geschrieben momentan. Ja. Das wäre Ihr Wunsch allgemein so? Mehr in Bildung investieren. Ja. Gerade Bildung, wir hinken hinterher. Wir sind, was Digitalisierung angeht, sind wir ein drittes Weltland. Ja, ich meine, da muss man sich mal reinziehen. Ja. Also da muss definitiv was passieren. Der Spandauer Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, 1. bis 6. Klasse. Und wir sind heute hier, weil wir als Eltern am 4. Oktober eine Begehung hatten, wo wir uns die Schule angeschaut haben. Auslöser war, dass immer mehr Kinder eingenässt nach Hause kamen. Ganz explizit Erstklässler, Zweitklässler, die haben wirklich eingenässt. Ich sag mal so, das Mobbing danach könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Und wir gehen jetzt auch noch auf eine etwas kältere Jahreszeit zu. Das heißt, wenn Kinder genötigt werden einzunässen, weil sie nicht auf die Toiletten können. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, bei der Begehung habe ich keine 30 Sekunden aufgehalten. Ich bin mit einem Brechreiz aus den Toilettenräumen wieder rausgekommen. Das geht nicht. Und deswegen stehen wir heute hier. Eine engagierte Wählerinitiative. Wir sind Berlin.